So Leute, Teil 2 vom letzten Klankrieg und im Prinzip geht es hier um, habe ich jetzt die 9er Rathäuser, Nummer 4 und 5 und ich hole vielleicht mal meinen Stift heraus, so, und ich zeige jetzt auch die Angriffe, die nichts geworden sind. So, beim 4er war es einmal so. In die zwei. Das war die zweite Wiederholung. Ecstasy hat die Basis schon einmal im Vorhinein angegriffen und hat Folgendes festgestellt. Und zwar, hier sind Doppelbomben und in der Clanburg ist ein Golem. Und hier sind Teslas. So, was heißt das jetzt? Ein Golem, der macht mir nicht wirklich einen Schaden, solange nicht explodiert am Schluss. Für Schwein ist. So, in der Phase ist aber die Verteidigung schon sowieso weg und ich werde hoffentlich nicht alle Schweine auf einmal erwischen damit. Das heißt, den kann ich relativ ignorieren. So, das heißt, ich habe noch den King da, die Queen und natürlich die Bombenplätze. Wobei eine Doppelbombe höchstwahrscheinlich entweder hier liegt oder hier. Hier ist es eher unwahrscheinlich, weil da werden die Truppen eher herumlaufen. Ansonsten gibt es nicht wirklich funktionierende Doppelbombenstellen hier eventuell, aber das wäre kein guter Platz, weil wie viele Schweine setzt man hier an? Zwei, drei, da erwischt man nicht eine große Gruppe. So, und mein Plan folgender, was ich gesagt habe. Den Golem ignoriere ich, weil den kann ich nicht einfach locken. Ich gehe zuerst einmal mit einem Loon hierher und kill einmal die Kanone, dass die weg ist. Die kann ich frei 1 zu 1 snipen. Dann gehe ich mit meinen Helden hier hin, King und Queen, und warte, bis der gegnerische King rausspringt und erledige den mit der Fähigkeit. Dann starte ich meine 6 Clan-Truppenschweinis von der Seite hier. Während die Helden da sind, sind ja die Verteidigungen hier abgelenkt. Die laufen dann hier rüber und werden dann hier rüber zu den Minenwerfer gehen. Das heißt, ich habe die Bombe da neutralisiert oder wenn sie drüber springen, habe ich nicht so viele verloren, weil zwei Bogetürme wegbekommen ist eigentlich noch ganz okay. So, und dann setze ich fast alle meine Schweinis hier an. Eigentlich wollte ich 10 aufsparen, aber es sind dann nur 7 geworden. Und ich setze sie alle daher. Nachdem das da schon zum größten Teil weg ist, außer die Schweinis, die da herunterlaufen, laufen die jetzt alles so hinein und ich heile hier diese Tesla-Farm durch. Und mit den großen Schweinen erledige ich die gleich. Die Queen läuft hinterher und ich gebe ihr hier einen Skelettzauber, damit die Skelette die Queen erledigen. Auch wenn sie die Queen nicht schaffen, die Queen wird den Schweinis nicht lang rennen und das ist wieder der große Schwachpunkt an diesen Queen-Inseln hier ist, dass die Queen eigentlich fast nie in Reichweite von irgendetwas ist und so einfach nicht den Schaden machen kann. So, dann setze ich noch ein paar Schweinis, also die sollten dann hier entweder so runterlaufen oder so rüber. Und ich setze dann von hier die Rest der Schweinis. Und zwar, dass ich hier die Verteidigungen wegnehme und dann hier, was die Heilzauber angeht, kann ich einen hier setzen, einen hier in etwa und eventuell noch einen hier irgendwo, falls notwendig. So. Ja, natürlich drei aufreihen Magier wieder. Und am oben habe ich noch einen Riesen, den ich ein bisschen als Tank einsetzen kann, damit er den Schaden von der Queen mal ein bisschen abfängt. So. King geht los, geht auf den King. Da merkt man natürlich, Level 11 gegen Level 22 King ist nicht sehr einfach, aber ja. So, ein paar Schweine laufen runter, aber ja. Nicht die große Menge und die laufen dann natürlich weiter zu dem Luftfeger. So, ich heile da die ganze Tesla-Farm durch,
Golem kommt raus, läuft mein Schweinis hinterher, macht aber nicht wirklich Schaden. Jetzt kommen meine Schweinis von links. Gut, ich heile noch einmal hier unten. Und jetzt habe ich das schön erwischt, weil jetzt kann ich, selbst wenn hier vor der Luftabwehr Doppelbomben liegen würden, die eigentlich alle Riesenbomben-Spots da schön durchheilen. Zwei Heilzauber habe ich noch. So, hier ist die Doppelbombe. Schweinis heilen wieder auf. Gift auf die Skelette. Und im Endeffekt dann noch einmal ein. Nein, Heilzauber habe ich mir sogar aufgespart. So, Schweine sind relativ platt und die große Menge stürzt sich auf den Golem. Ich heile durch. Nur, das war eigentlich ein bisschen ein Fehler, weil der Golem macht 650 Explosionsschaden oder 600 in der Gegend, glaube ich. Reicht aus damit, weil Türen beschädigt sind. Bei Schweinen ist passiert dann das. Also, hier braucht man nicht mehr heilen. Es bringt nichts. Mit einer Explosion sind die Schweine weg. Jetzt habe ich nicht mehr viele zum Aufräumen gehabt, aber noch 1,5 Minuten Zeit, weil das so schnell gegangen ist. Und habe einfach noch meine 4 Schweine, habe noch meinen Magier oben. So, und nachdem ich ja dann schon so ein bisschen aufgeräumt habe nebenbei, so, das Ganze schon erledigt. Dann habe ich noch einen interessanten Angriff, und zwar von Don Lama. Das war jetzt schon ein Übungsangriff. Und zwar war mein Plan der, dass ich das mit den Packers noch einmal ausprobieren, mit den Heilern. Ich muss sagen, gegen solche Basen, grundsätzlich hat es gar nicht so schlecht funktioniert. Und zwar war mein Plan der, dass ich Babydrachen, die habe ich zu weit hier gesetzt, der hätte eigentlich hier gehört, aber okay. Räumt die Gebäude da weg. Ballon wieder drauf auf die Kanone. 1 gegen 1 tauschen. Babydrache hier. Dann hier meine Pekkas setzen. Heiler dahinter. Aufbrechen mit Mauerbrechern. Die habe ich investiert, weil ich mir gedacht habe, damit die Pekkas nicht rundherum laufen. Das ist mir mit einem ähnlichen Layout oder ziemlich dem gleichen schon einmal passiert. So. Okay. Ballon drauf. So. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Panik gehabt wegen dem Armeelager oben. So, allerdings die Packers zielen richtig auf die Mauer an. Mauerbrecher noch dazu. Erste Mauerbrecherei wird von der Riesenbombe erledigt. Zweite schafft. So, und jetzt ist eine interessante Sache. Ich setze meine Queen und meine Bowler. Das Gebäude da ist schon down. Wo geht die Queen hin? Zu dem King Altar. Ist klar, der ist am nächsten. So. So. So, und jetzt ist die Frage. Die Queen steht hier. Das nächste Gebäude wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder entfernt. So. Hier ist offen. Das heißt, die Queen muss auch nicht viel laufen. Die bräuchte eigentlich nur darüber das Stück und kann draufschießen. Was macht die Queen? Die geht auf die Goldmine D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und sie ist erst da gestanden, eigentlich 8 Felder entfernt ist. Warum? Und die Frage stelle ich mir bis jetzt. Ich kann es nicht wirklich beantworten. Einfach wieder einer dieser. Ja. Queen läuft drüber. Queen bekommt Schaden. Packers bekommen gerade keinen Schaden. Luftjäger bläst einmal drauf und die Heiler sind auf der Queen. Nicht das, was ich gewollt habe, weil jetzt haben die Packers natürlich keine Heilung mehr. Und durch die Bowler. Ja, Golem ist natürlich relativ schnell platt unter Wut. So, und noch einmal die Wut. Und ich muss sagen, die Bowler räumen hier wirklich schön weg. Packers. Und das Problem ist halt nur jetzt, nachdem keine Heiler da sind. Bowler sind ein bisschen draußen. Jetzt setze ich einfach die Schweine, weil nachdem die Packers da jetzt ohne Heiler.
weit kommen, muss ich den Rest mit den Schweinis holen. Und ja, hätte ein bisschen aufteilen sollen, eventuell. Und jetzt habe ich hier auch noch einmal die zweite Heilung. Ohne die wird es nichts, wieder Doppelbombe. So. Gebäude sind platt. Hier oben, ach, die Queen ist platt durch die Packers und hier, ja, habe ich noch drei Gebäude. Ich habe die Queen mit den Heilern, kein Problem, aber die Zeit. Und natürlich diese Bauhütten tragen auch noch ihres dazu bei und ja. Das war's. Kraft hätte gereicht, Zeit leider nicht. Ja, schade. So, gut. Dann von Gindi 2 zeige ich einmal noch den Angriff hier auf den 1 und der war auch extrem knapp und das ist eine wirklich seltsame Basis. Und zwar, mein erster Ansatz war hier mit ein Govalo, also keinen Govabolo, sondern ein Govalo-Angriff. Und zwar wirklich mit Valkyrien, wobei ich ziemlich sicher war, dass hier den Ecken jeweils ein Tesla steht. Was habe ich gemacht? Ich habe vier Goblins jeweils in die Ecke gesetzt, geschaut, wenn zwei Möglichkeiten. Es ist ein Tesla dort, dann setze ich die Valkyrie nach. Oder es ist kein Tesla dort, dann räumen die Goblins einfach das weg, was dort steht und ja, Sache erledigt. So, gut, natürlich darf ich das nicht gleich am Anfang machen, sondern muss. Ich habe hier auf einer Seite mal gecheckt, ja, es sind Teslas da, ich war mir relativ sicher, jetzt habe ich die Goblins einmal gestartet. So. Jetzt muss ich natürlich Clan-Truppen locken, weil Küren darf ich noch nicht ansetzen, weil sonst würden die Clan-Truppen ja auf die Valkyren losgehen, vor allem der Babydrache. Und es ist mein ganzer Angriff dann nur mehr chaotisch. So. Und mein Plan war dann der, dass ich gesagt habe, hier habe ich als einzige Stelle ein Eck und ich will hier mit einem Golem drauf. Den King Set schicke ich auf die Queen, dass er die Queen erledigt mit der Fähigkeit. Hier ein paar Magier, die sollen die Clan-Truppen erledigen mit dem Golem. Jump hier, Valkyren, die laufen rein, erledigen die Luftabwehren und von außen kommen die Ballone. Was ist schief gegangen? Schauen wir uns das einmal an. So, Golem, soweit, okay. Mauerbrecher-Test, Mauerbrecher, Magier. Jetzt habe ich das Gift verschlafen. Hab die Mauerbrecher gesetzt, so. Und ohne Gift bekommt mein Golem natürlich einiges an Schaden ab. Zweiter Fehler. Ich habe meinen Jump falsch gesetzt. Und zwar hätte ich den hier setzen sollen, so dass das hier nicht aufgemacht wird. Dann können die Valkyren nur in die Richtung laufen. Und meine Überlegung war, dass der King, der so rausläuft, die Valkyren sowieso hineinzieht. Dem war aber nicht ganz so, weil ich starte die Valkyren hier, habe natürlich jeweils eine aufheben müssen für die Ecken. Und ja, Heilung, Wut und es passiert nicht viel. Warum passiert nicht viel? Weil die Valkyren da nach links und rechts abhauen. Einige springen hinein, also man sieht, die rechts wären kein Problem gewesen, vor allem wegen des. Der King ist nur über die Mauer gesprungen, deswegen hat er auf der linken Seite nicht rausgezogen. Natürlich links und rechts sind ein Haufen Tellereisen, noch eine Valkyrie da. Ja, Käse. Ich starte meine Ballone, weil die eine Luftabwehr geht noch down durch die Valkyrie. Auf der rechten Seite sieht es leider etwas schlecht aus. So. Jetzt noch mein Eilzauber schnell auf die Ballone. Queen ist down. Kanone ist down. So, Bogeturm ist down. Knappe Sache. Aber ja. So. Restlichen Aufräumtruppen gehen rein. Und im Endeffekt waren es dann doch noch irgendwie drei.
Ja. Durch diese Ringstruktur gar nicht so einfach. Was vielleicht noch eine Variante gewesen wäre, wäre nur mit Walküren drauf zu gehen. Allerdings, diese Tellereisen haben mir dann doch gefährlich ausgesehen. Haben wir gedacht, naja, machen wir es gleich ganz einfacher mit Don Lama. Übungsangriff drauf haben wir genug gehabt. Und in dem Fall habe ich gleich ein Tesla genommen. Warum? Und das will ich gleich einmal hier zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt, muss ich schnell. Naja, ich erzähle es euch einfach. Also, ein Ballon hat 162 Schaden. Alle 4 Sekunden lässt eine Bombe fallen, das heißt, das Vierfache davon ist der Schaden der Bombe, plus Abstürzen ist das Fünffache, macht genau 810 Schaden. So, ein Tesla hat auch 810 Lebenspunkte. Es geht sich genau aufs Lebens den Lebenspunkt genau aus. Das heißt, ich setze einfach meine Ballone, warte bis die weg sind, weil ich ja sowieso weiß, dass die Teslas dort stehen. Und dann mache ich meinen Angriff und irgendwann im Laufe des Angriffs setze ich meine Goblins. Plus ein paar Barbaren für die Bauhütten. So, was man noch aufpassen sollte, ist, kleines Detail am Rande, immer wenn ein Tesla aufpoppt, dann suchen sich die Schweinis, also alles oder alles, was Verteidigungen als bevorzugtes Ziel hat, wie Schweinis, Ballone, Riesen und so weiter, ein neues Ziel. Und das dauert kurz eine halbe Sekunde. Jetzt muss ich ein bisschen warten, bis die Ballons die Bombe abgeworfen haben, bevor ich den nächsten Ballon setze, sonst wird der eine Ballon immer gestunt und kann sich nicht bewegen. So, ein paar haben sogar geschafft, die zweite Bombe abzuwerfen, andere nicht immer. So, jetzt locke ich natürlich mit dem Riesen noch parallel. So, und mach einfach einen Hog-Angriff. Wie schaut das Ganze aus? Ich locke die Clan-Truppen raus, aktiviere die Fähigkeit der Queen. Leider schaffe ich da nur den Babydrachen. Jetzt muss ich den King auch noch zum Schluss dazusetzen, weil meine Ablenkungsbarbaren hier einfach nicht reichen. Bom, Magier ist gleich down. Valkyrie ist noch halb vergiftet, aber ja. So, Skelettzauber hilft hier natürlich nicht viel, aber King hat nur Hälfte Schaden bekommen und mit dem Aufheilen ist er wieder ganz gesund. Ich statt meine Schweinis. Bis dahin hat es ja ganz gut ausgesehen. So. Fällt euch nur was auf, das ist ein Rathaus 10. Voll ausgebaute Verteidigung, aber Level 4 Riesenbomben. Ja, und keine X-Bögen. So, was ist der Unterschied von Level 4 Riesenbomben? Wenn die Bomben gleichzeitig getriggert werden, was mir leider da passiert, auf beiden Stellen, Bomb. Die haben ein halbes Feld mehr Reichweite und machen gerade so viel Schaden, dass es halt für die Schweinis ausreicht. So, Skelett Tauber ist ein bisschen daneben, da habe ich den King nicht ganz getroffen. Und nun ja, Bogeturm fast down. Nun ja, King noch da, der auch schon fast tot und. Ja, Aufräumen Magier hätte ich auch noch gebraucht, dann rundherum und ja, alles irgendwie ein Käse. So, ja, das war's soweit einmal. Achterangriffe waren, glaube ich, nicht so spannend. Ja, die lasse ich bleiben. Und ja, also bis zum nächsten Mal.